Noch mehr ganze Folgen jetzt in der Togolino-App. Es gibt so viele Dinge, die sich von selbst erklären. Jeder mag rote, aber keiner weiße Gummibären. Nicht gerade Montag, sondern Samstag ist mein Lieblingstag. Ist doch ganz logisch, ja, ist mir alles völlig klar. Die Erde ist eine Kugel, gleich nebenan vom Mond. Ich bin mir sicher, dass in meinem Schrank kein Monster wohnt. Zum Schlittenfahren, da sollte es vorher schneien. All das weiß ich längst schon, leuchtet ja auch ein. Doch da gibt es eine Frage, die tanzt mir rum auf meiner Nase. Ich frag mich, wenn ich du wär, was würde ich dann tun? Wie fühlt sich das an in deinen Schuhen? Sind sie zu groß oder mir schon zu klein? Was, wenn ich du wär, wie wird das sein? Ich frag mich, wenn ich heute mit dir die Rollen tausch, wie fühlt sich das an in deiner Haut? Fällt mir das leicht oder doch eher schwer? Einen Tag du sein, wie das wohl wär. Kein Vegetarier, mag gerne rohes Mett. Lieber hitzefrei als sechste Stunde Mathe-Test. Ich weiß, dass Purzelbäume nicht in Wäldern stehen. Alles schon gecheckt, ja, wirklich kein Problem. Doch da gibt es eine Frage, die tanzt mir rum auf meiner Nase. Ich frag mich, wenn ich du wär, was würde ich dann tun? Fühlt sich das an in deinen Schuhen? Sind sie zu groß oder mir schon zu klein? Was, wenn ich du wär, wie wird das sein? Ich frag mich, wenn ich heute mit dir die Rollen tausch, wie fühlt sich das an in deiner Haut? Fällt mir das leicht oder doch eher schwer? Einen Tag du sein, wie das wohl wär? Ich würde alles anders sehen, alles ganz neu machen. Wird dein Leben leichter nehmen, nicht so stressen, mehr lachen. Und wenn ich abends müde umfall, weil mir ein Tag schon reicht, merk ich, du zu sein ist gar nicht so leicht. Doch da bleibt nur eine Frage, wie schaffst denn du das jeden Tag so? Ich frag mich, wenn ich du wär.